Die Zinsen in Deutschland steigen immer weiter an. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen für alle, die bauen wollen und eine Baufinanzierung brauchen oder die einfach so eine Immobilie kaufen für sich selbst oder für die Vermietung, für die Geldanlage. Weil sich das Zinsniveau in diesem Jahr deutlich gesteigert hat, werde ich euch noch ein paar Grafiken dazu zeigen und ich werde natürlich auch der Frage nachgehen, was bedeuten denn die steigenden Zinsen jetzt für den Immobilienmarkt? Werden wir jetzt dann deutliche Wertverluste sehen? Oder werden sich Zinsen und Preise entkoppeln und beide gehen nach oben? Das sind einige Fragen, über die ich schon länger nachdenke und diese Gedanken möchte ich natürlich mit euch teilen und auch eure Meinung hören. Deswegen bleibt dabei, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich darf euch gleich heute zum Ostersonntag mal frohe Ostern wünschen und hoffe, ihr habt ein paar erholsame Tage mit der Familie oder ohne Familie. Da macht ja jeder so sein eigenes Ding. Aber ich hoffe, mit diesem Video kann ich euch heute noch ein paar interessante Infos zum Nachdenken mitliefern, denn ich hatte es im Intro gesagt, das Zinsniveau in Deutschland ist deutlich angestiegen. Blend euch mal eine Grafik ein. Und ja, eine Grafik, sagen wir mal so, eine Überschrift. Die ist aus dem Manager-Magazin und da stellt sich oder beantwortet das Manager-Magazin die Frage, warum Baugeld plötzlich immer teurer wird. Denn wenn ihr euch mal die Zinsverläufe anseht, und da werde ich euch dann noch eine Grafik präsentieren, wird die Finanzierung von Objekten nicht nur seit Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs, sondern auch schon davor immer teurer. Und da stellt man sich natürlich die Frage, naja, was sind jetzt die Auswirkungen dieser steigenden Zinsen auf die Immobilienpreise? Und damit dieses Video jetzt nicht endlos lange wird, habe ich das ausgegliedert in eine Podcast-Ausgabe, die geht morgen früh trotz Feiertag online. Hört da mal rein, ich blende euch ein, ich verlinke euch unten auch den Titel der Ausgabe, denn da spreche ich über eine neue Studie der Deutschen Bank. Die Deutschbanker haben sich also Gedanken darüber gemacht, wie es so am Immobilienmarkt weitergehen könnte und sie erwarten für das Jahr 2024 ein Ende des aktuellen Zyklus, also ein Ende der Preissteigerungen, die wir gesehen haben. Und was die Deutschbanker dazu bewegt, jetzt ein Ende im Immobilienmarkt zu sehen und vor allem, was ich mit oder für den Immobilienmarkt erwarte in den nächsten Jahren, das alles im Podcast, aber heute mal als, sagen wir mal, Vorbau für diese Podcast-Ausgabe. Schauen wir uns mal das aktuelle Zinsniveau an und da habe ich euch auch eine spannende Grafik mitgebracht, blende ich euch mal ein. Diese Grafik stammt von Dr. Klein, das ist also eine bekannte Immobilienagentur, Vermittler, Kreditvermittler. Und da habe ich mir mal den aktuellen Auszug geholt für die Entwicklung eines Immobiliendarlehens mit einer Bindung oder Sollzinsbindung von 10 Jahren. Und wenn ihr mal den Blick so nach links schweifen lasst, so in Richtung 2013 und davor, seht ihr, dass wir von Zinsniveaus von unter 3% kommend deutlich nach unten gegangen sind. Das heißt, wir haben zu Beginn des Jahres 2020 0,5% an Zinsen gesehen für eine Zollzinsbindung von 10 Jahren. Natürlich für diejenigen hier nur mit bester Bonität, aber auch alle anderen haben natürlich davon immens profitiert, indem einfach das Zinsniveau so unglaublich niedrig war. Und dieses niedrige Zinsniveau von 0,5% hat auch gehalten bis Anfang 2021. Und dann, da wird es spannend. Seht ihr, dass schon seit Beginn des letzten Jahres das Zinsniveau Stück für Stück peu à peu ansteigt. Und mit Start des Jahres 2022 hatten wir schon bei einer 10-jährigen Sollzinsbindung ein Zinsniveau von so um die 0,75%. Natürlich kein Beinbruch, aber verglichen mit den niedrigen Werten davor schon eine Steigerung um 50%. Und danach könnte man sagen, ist die Rakete gestartet worden, gezündet worden und wir haben jetzt hier bei einer 10-jährigen Sollzinsbindung schon ein Niveau von über 2%, also eine Vervierfachung verglichen mit den Top-Niedrigstwerten im letzten Jahr, also zu Beginn 2021. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, geht dieser Trend weiter nach oben? Ja, oder ist das so ein Niveau, was jetzt erstmal gehalten wird? Und ich muss sagen, ich rechne nicht damit, dass dieses Niveau jetzt bei 2% bleiben wird, sondern dass wir höhere Zinssteigerungen sehen werden, vor allem auch vor dem Hintergrund der extrem außer Kontrolle geratenen Inflation. Die letzten Daten für Deutschland über 7%, die letzten für die USA über 8%, egal wo ihr hinschaut, ob Verbraucherpreisinflation, ob Produzentenpreise, Erzeugerpreise, Großhandelspreise, überall werden neue Rekordwerte, Jahrzehnte hochs teilweise erreicht, weil die Inflationsraten, die wir aktuell sehen, einfach nie da gewesen sind, nie gekannt wurden. Und deswegen reagiert das Zins-
Umfeld oder reagieren auch die Finanzierer mit steigenden Zinsen darauf. Warum machen sie das? Ganz einfach. Stellt euch vor, ihr habt Geld und ihr wollt das Geld verleihen auf 10 Jahre und ihr seid in einem aktuellen Umfeld wie jetzt mit Inflationsraten, die wir seit 30, 40 Jahren nicht mehr gesehen haben, von 7%, dann würdet ihr euer Geld doch auch nicht für 0,5% hergeben, sondern ihr müsst sagen, naja, die 7% aktuell, vielleicht ist das ein Extrem, aber vielleicht müssen wir die nächsten Jahre mit dauerhaft höheren Inflationsraten rechnen, mit 3%, mit 4%. Also zieht ihr bei so einer langfristigen Finanzierung das Zinsniveau nach oben, um gerade diese inflationären Risiken einzupreisen. Und deswegen steigt auch das Zinsniveau momentan so unglaublich rasant. Und das ist auch ein Punkt, den ich im letzten Jahr in verschiedenen Videos immer wieder angesprochen habe. Das Zinsniveau bleibt niedrig, solange der Markt erwartet, dass die Inflation keine Gefahr ist. Und das war jahrzehntelang der Fall. Jetzt hat sich dieses Narrativ geändert. Der Markt hat jetzt Angst vor höheren Inflationen, die sich hartnäckig halten werden, höhere Inflationsraten. Und deswegen steigt das Zinsniveau gerade am langen Ende, also bei Laufzeiten 10 Jahre, 15, 20 und so weiter, deutlich an. Während am kurzen Ende, also ganz kurzfristig, das Zinsniveau immer noch niedrig ist, weil das maßgeblich durch die Aktionen der Notenbanken, der EZB und FED beeinflusst wird. Aber je länger man rausgeht auf der Zinsstrukturkurve, desto höher oder desto größer ist der Einfluss des Kapitalmarktes. Und da sagen Investoren, okay, liebe FED, liebe EZB, wenn ihr da keinen Bock habt zu reagieren, weil ihr nicht reagieren könnt, aus was für Gründen auch immer, dann macht das kurzfristig so. Aber langfristig geben wir kein Geld mehr raus zu diesen niedrigen Raten wie früher. Und deswegen geht natürlich die Zinsrate, das Zinsniveau nach oben mit dramatischen Konsequenzen. Ich blende euch mal einen Artikelauszug ein. Der ist von FMH Finanzberatung. Die sitzen hier in Frankfurt. Die haben auch immer super, super Statistiken, auch ja, Beobachtungen, Zahlen, Daten, Fakten zum Immobilienmarkt, zur Finanzierung, und von denen blende ich euch mal einen kurzen Auszug ein, sagen wir es mal so rum. Und die haben mal ausgerechnet, das fand ich sehr spannend, wie so die Zusatzbelastung ist bei einem jungen Pärchen, das jetzt sagt, okay, wir wollen uns eine Immobilie kaufen. Und dieses junge Pärchen, wenn das im Jahr 2019 eine Immobilie, und da wird es auch spannend, zum damals gültigen Durchschnittspreis in Deutschland erworben hätte, dann lag dieser Durchschnittspreis der Immobilie bei 400.000 Euro. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die haben 30% Eigenkapital, finanzieren also 280.000 Euro, nehmen eine Zinsbindung von 15 Jahren und 3% Tilgungsquote, dann wäre hier eine monatliche Belastung durch Zins und Tilgung von 1.050 Euro herausgekommen. Wie gesagt, das war vor 3 Jahren. Wenn wir jetzt allerdings ein Paar uns ansehen, das jetzt im März 2022 wieder eine Immobilie kaufen will, dann seht ihr schon, dass der mittlere Immobilienpreis mittlerweile bei 525.000 Euro liegt. Also eine Steigerung von über 30%. Und wenn jetzt dieses Paar wieder hergeht und sagt, okay, sie haben um die knapp 30% an Eigenkapital und sie gehen her, und sie haben 125.000 Euro an Eigenkapital und sie gehen jetzt her, finanzieren wieder 400.000 Euro, also deutlich mehr als vor 3 Jahren, weil ja die Preise so hoch gestiegen sind, nehmen wieder 15 Jahre Zinsbindung und dann haben sie hier eine monatliche Belastung von 1.690 Euro. Das ist also, ihr seht schon unten, eine Mehrbelastung von 640 Euro pro Monat oder mehr als 115.000 Euro auf die Bindung von 15 Jahren gerechnet. Also das ist ein massiver sechsstelliger Anstieg innerhalb von nur 3 Jahren, weil einfach die Preise und auch das Zinsniveau so explodiert sind. Und was auch noch dazu kommt, was jetzt nicht in diesem Beispiel drin ist, ich habe mal für euch recherchiert, und in Deutschland ist das mittlere Durchschnittseinkommen, Netto-Durchschnittseinkommen eines Haushalts bei 3.661 Euro. Wenn jetzt also mal das ursprüngliche Beispiel nehmt von vor 3 Jahren und dieses Pärchen zahlt gut 1.000 Euro, dann sind wir bei weniger als einem Drittel. Wenn wir allerdings jetzt bei 1.700 Euro Belastung sind bei dem aktuellen mittleren oder Durchschnittsnettoeinkommen eines Haushalts, dann sind wir schon bei fast 50%. Und was auch noch fehlt, ist die extrem gestiegenen Energiepreise. Also gerade eben hat mir mein Energieversorger Vattenfall eine Erhöhung der Strompreise ab Juni müsste es sein angekündigt von 31,8%. Also das kommt ja alles dazu. Man hat ja nicht nur eine teurere Finanzierung, man zahlt mehr Zins, man zahlt mehr für die Immobilie, man muss ja auch Gas, Öl, Strom auch noch bezahlen. Man muss, wenn es eine Immobilie ist, wo was zu tun ist. Ich kann euch dieses Video jetzt noch eine Stunde verlängern und euch viel erzählen von meinen Immobilien. Ich habe verschiedene Böden gekauft. Ich habe eine Dachsanierung ist gerade anhängig. Und wenn man da nicht wirklich ganz genau verhandelt, ganz genau vorgeht und trotz all dem
zahlt man viel, viel mehr als vor noch ein paar Jahren. Also das sind alles Zusatzbelastungen, die hier wirklich auf Immobilienkäufer einfach einprasseln, die hier reinkommen und die hier eine große, große Rolle spielen. Und da sind wir aktuell in einer besonderen Situation, wo ich sagen muss, da habe ich noch keine abschließende Meinung, da brauche ich erstmal noch ein paar Daten, aber vielleicht seid ihr bei der Meinungsbildung schneller als ich oder weiter als ich. Ich schildere euch mal so meinen Gedankengang. Wir hatten im letzten Jahr im vierten Quartal 2021 in Deutschland im Durchschnitt eine Preissteigerung bei Immobilien von über 12%, nur im vierten Quartal. Also extreme Preisexplosionen bei Immobilien, das trotz Corona, wo auch ich am Anfang dachte, naja, vielleicht zwingt es ja ein paar mit ihren 100% Finanzierungen aus dem Markt raus. Gar nichts, da war gar nichts zu holen, die Immobilienpreise sind weiter gestiegen. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie jetzt das steigende Zinsniveau auf oder wie die Immobilienpreise auf das steigende Zinsniveau reagieren. Denn viele haben ja so die einfache These und sagen, naja, wenn die Zinsen nach oben gehen, geht die Nachfrage nach Immobilien zurück, ergo fallen die Preise. Das ist eine einfache, das ist auch eine logische Denkweise, aber wir haben einen ganz, ganz großen Sonderfaktor. Wir haben Inflationsraten wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und wir haben in Deutschland immer noch viel, viel Geld, was auf Konten geparkt ist, immer noch zu Negativzinsen. Und das ist ja auch das Spannende, wenn das Zinsniveau steigt, steigt es aber nur für den Immobilienkäufer, der 10, 15 Jahre finanzieren muss. Für den normalen Sparer, der ja am kurzfristigen Ende hängt, ja, der hat immer noch Negativzinsen. Vielleicht haben ein paar Banken schon gesagt, bald habt ihr Nullzinsniveau. Ja, aber Nullzinsniveau oder Negativzinsniveau bei 7% Inflation könnt ihr euch selber denken, das bringt nicht viel. Und da bin ich so in einem, ja, Gedanken, oder sind meine Gedanken, sagen wir mal, noch nicht abgeschlossen, ob das jetzt wirklich das Preisniveau bei Immobilien nach unten drückt oder nur zum Teil. Weil ich kann mir gut vorstellen, und lasst mir da gerne eure Meinung da, dass, naja, dass die Leute, die Geld auf dem Konto haben, jetzt erst bei 7%, 8%, vielleicht sehen wir sogar bald 10% hier in Deutschland, richtig Panik bekommen und dass die wie die Verrückten in die Immobilienmärkte reingehen. Und während die einen, die sich vielleicht ein Eigenheim aufbauen wollen oder eine kleine Wohnung kaufen als Geldanlage, die werden rausgedrückt, weil die Preise explodiert sind und auch die Finanzierungen, aber dass die, die Geld haben, jetzt genau in den Markt reinkommen, vielleicht zur Unzeit und einfach alles aufkaufen, was es noch gibt und den Preis weiter beflügeln. Also ich bin mir da gar nicht mal so sicher, dass die Zinsen wirklich den Preisanstieg killen werden, sondern eher, dass wir eine gewisse Käuferschicht nicht mehr im Markt sehen, sogenanntes Crowding Out, die gehen raus, dafür aber andere aus Panik nachrücken und dass einfach der Immobilienmakro, dass die Preise erstmal weiterhin ansteigen. Nicht mehr mit den großen Raten der Vergangenheit, das sehe ich jetzt wirklich nicht, aber dass der Markt relativ stabil bleibt oder sogar leichte Preissteigerungen sieht. Das werden wir, wie gesagt, in den nächsten Monaten sehen, weil es gibt ja hier diese Statistiken und Statistiken und Hochrechnungen, wie sich das Preisniveau bei Immobilien verhalten hat. Dann werden wir schon bald sehen, naja, wie hat es sich im ersten Quartal verhalten, wie im zweiten Quartal, wie spielt also der Zins mit den Preisen jetzt zusammen. Aber ich stelle jetzt mal diese Theorie euch einfach in den Raum, sagt mir mal, was ihr denkt. Ich sehe hier einfach eine Verschiebung innerhalb des Käuferklientels aufgrund, nennen wir es mal, der Immobilienpanikinvestoren, die dann hergehen und sagen, naja, 0,5% oder 1% an Rendite und vielleicht noch ein bisschen Preissteigerung von 2-3% im Jahr ist mir immer noch lieber, als 7% bei der Inflation zu verlieren auf dem Sparbuch. Ich meine, das ist, kann man jetzt drüber diskutieren natürlich, man muss auch nicht alles im Immobilien tun, man kann auch Aktien kaufen, Edelmetalle, verschiedenes mehr. Aber ich kenne auch aus meinem Bekanntenkreis Leute, die entweder Geld auf dem Konto haben oder eine Immobilie kaufen. Die anderen Sachen spielen für die keine Rolle und dann, okay, dann, ich bin jetzt auch nicht der große Missionar, dann soll es jeder so machen, wie er will, wenn er zufrieden ist damit. Aber da gibt es so viele, die da einfach noch reinkommen könnten. Deswegen lasst mir da einfach mal eure Meinung da, eure Einschätzung. Gibt immer viele, viele gute Kommentare, die mich zum Nachdenken anregen. Deswegen haut einfach mal raus, was ihr zu der Sache so denkt. Gebt mir auch mal Erfahrungsberichte von euch, wenn ihr an der Front gerade seid. Das heißt, wenn ihr eine Immobilie kaufen wollt, was da so aufgerufen wird an Zinsen für euch. Ist das überhaupt noch tragbar? Ist das für euch stemmbar? Also da hört man ja auch ganz viel. Bin da auf jeden Fall ganz, ganz gespannt, was ihr sagt. Und wie gesagt, hört auch mal in den Podcast rein, denn da spreche ich mal über die Analyse und Studie der Deutschen Bank. Die sind ja nicht mehr so optimistisch, was den Immobilienzyklus angeht. Und die erwarten einen Rücksetzer, teilweise sogar einen deutlichen Rücksetzer, je nachdem, welches Szenario angelegt wird. Schön, dann war es das für diese Ausgabe. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.